Autos, Rennwagen und vor allem alle Renndienstwagen, die einen Namen haben, waren anwesend. Hier der neue von Aral. Tag, Herr Inderelst. Alles. Im Namen der Fahrer, danke für den Scheck, Herr Direktor Hommen. Fahrerlager. Das ist der Ort, wo Grimms Märchen auf modern erzählt werden. Schaut euch das an. Und jetzt kommt der genaue Streckenplan. Wir wünschen Ihnen gute Fahrt. Bis zu diesem Lauf war der Stand der Deutschen Bergmeisterschaft so, dass Walter Struckmann auf BMW und Dieter Kern auf Renault Alpine punktgleich lagen. Um nun die Deutsche Meisterschaft zu gewinnen, musste erstens Walter Struckmann geschlagen werden. Zweitens musste Kern mit seiner Renault Alpine 1300 mindestens die drittschnellste Zeit der gesamten GT-Klasse fahren. Und neue Fahrzeuge. Erstmalig mit Benzineinspritzung stehen zur Verfügung. Diese von uns entwickelte Karosserieform wird bei den Franzosen in Zukunft die teutonische heißen.